setzen Autos und Häuser in Brand, plündern. Die Erschießung eines der Iren durch die Polizei hat ihre Wut entfacht. Egal welche Hautfarbe hier jemand hat, Arbeit gibt es nicht. Hoffnungslosigkeit vereint diese Generation. Und sie sendet ihre Botschaft in die Welt. Nehmt euch, was ihr sonst nicht kriegen könnt. Ein Flächenbrand. London brennt, wann endlich Berlin, heißt es prompt im deutschen Netz. Auch in Berlin brennen Autos, ziehen Randalierer durch die Stadt. Hoffnungslose der Welt, vereinigt euch. Die Jugend erhebt sich. Tunesien vor 9 Monaten. Der Selbstmord eines jungen Gemüsehändlers entfacht die arabische Revolution. Es ist ein Aufstand der Jugend, die schließlich ihre Führung aus dem Land jagt. Auch die jungen Ägypter wollen endlich eine Chance. Schluss mit Korruption und Vetternwirtschaft. Die Besetzung des Tahrirplatzes in Kairo wird zum Symbol der Macht des Volkes. Völker Europas, erhebt euch. Die Plaza del Sol in Madrid wird besetzt. Wie schon am Tahrirplatz entsteht hier eine Zeltstadt. Es ist ein friedlicher Protest gegen eine Welt, die im Griff der Finanzmärkte feststeckt. 45% der Jugendlichen in Spanien sind arbeitslos. Ein Wunder, dass der Protest friedlich bleibt. Das Bild von der Zeltstadt geht um die Welt. In Israel macht es die Jugend den Spaniern nach und organisiert die größten Massenproteste in der Geschichte des Landes. Rechte und Linke sind hier vereint. Sie kämpfen um bessere Chancen für ihre persönliche Zukunft. Diese Jugend meint es ernst. Und wer sie nicht ernst nimmt, riskiert einen Bürgerkrieg, der schnell die ganze Welt umfassen kann.